Ja, wunderschönen guten Morgen. Heute mal zu einem vielleicht etwas anderen Video. Ja, das Video wird irgendwie die Größenordnung heißen, warum eine Nabenschaltung ohne elektrische Hilfe bei mir einfach nicht funktioniert, warum ich damit nicht klarkomme. Ja, das möchte ich heute mal ein bisschen erörtern und auch so mal noch was vorstelle, wie es anders sein kann. Und ja, was die Zukunft hier auf meinen Falträdern eben so mit sich bringt. Ich habe ja die letzten beiden Touren hier auf meinem roten Faltrad gemacht. Da werkelt aktuell eine 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano drin, also eine Nexus 8. Und ich habe in den beiden Videos von dran immer ein bisschen auf der Nabe rumgeprügelt. Und das möchte ich mal ein bisschen relativieren, mal ein bisschen das System beschreiben und mal darlegen, warum ich da so meine liebe Not mit habe. Aber erst mal gucken, dass wir hier irgendwo ein Plätzchen kriegen, das ein bisschen windgeschützt ist. Aktuell ein strammer und kalter Wind aus dem Osten. Wenigstens habe ich ein windgeschütztes Plätzchen mit Ausblick gefunden, aber das ist jetzt nicht so das Thema. Geht ja auch nicht darum, wo wir heute hinfahren, sondern hier. Eigentlich wollen wir über die Antriebe hier in meinen Falträdern reden. Ja, fangen wir mal an mit meinem kleinen roten. Da werkelt wie eben schon gesagt, eine Nexus 8 drin. Ja, das hatte einfach den Grund, da war vorher eine Kettenschaltung dran. Ja, die hatte immer so ein leichtes Genauigkeitsproblem. Ich habe erst das Schaltauge ausgetauscht und dann festgestellt, dass auch das Schaltwerk ein bisschen verbogen ist. Und es ist mir schwer gefallen, dementsprechend da Ersatz zu finden. Und damit das Rad wieder auf die Straße kommt, habe ich halt eben eine Nabenschaltung, die ich auch noch eingespeichert in 20 Zoll hatte, hier verbaut. Und ich muss sagen, so wirklich richtig glücklich bin ich damit nicht geworden. Und ich versuche mal zu erläutern, warum das so ist. Also gleich mal ein Punkt vorneweg. Nabenschaltungen sind natürlich von der Technik her ausgereift. Sie sind ja eigentlich eine hervorragende Möglichkeit, eine Schaltung zu realisieren. Daran liegt es natürlich nicht. Und ich möchte auch gleich vorneweg sagen, eine Nabenschaltung in Kombination mit einem elektrischen Antrieb funktioniert immer, egal welche man nimmt. Da merkt man das Problem einfach nicht, dass man hier beim Biofahren sozusagen dann eben hat. Und deshalb also, wer sich überlegt, ein Rad mit einer Nabenschaltung zu kaufen, das einen E-Antrieb hat, der sollte das tun. Wer sich ein Rad mit Nabenschaltung kauft für die Stadt, der sollte das auch tun, denn dort funktioniert das einwandfrei. Wer damit ein bisschen sportlicher unterwegs sein will, der könnte damit wohl das ein oder andere Problem haben, so wie ich das jetzt hier beschreiben werde. Und da sollte man sich doch schon mal überlegen, ob man dann nicht doch auf eine Kettenschaltung setzt. Und bei mir ist die Nexus hier in einem Rahmen verbaut, insbesondere der für eine Kettenschaltung gemacht ist. Dann braucht man hier eben auch noch zusätzlich einen Kettenspanner. Ja, ohne den Kettenspanner geht das nicht, weil sonst ja man nicht genügend Spannung auf der Kette hat. Aber trotzdem ist es ein Bauteil mehr, das kaputt gehen kann, das Probleme machen kann. Und das sind auch so Dinge, wo ich sagen muss, ein Rahmen, der für Kettenschaltung gemacht ist, sollte man dann auch mit einer Kettenschaltung fahren, weil man hat da nicht weniger Bauteile und es ist nicht so, dass diese Kettenspanner per se problemfrei arbeiten. Und damit ich hier oben am Lenker genügend Platz habe, wird das Ganze hier mit einem Rapid Fire Schalthebel bedient. Üblicherweise wird die Nabe mit einem Drehgriff geschaltet. Das ist nur eben das Problem am Faltrad, da hat man oben am Lenker nicht so viel Platz, weil der Lenker nicht so sehr aufbauen darf. Und ja, aus dem Grund habe ich mich für diese Lösung entschieden. Das Gewöhnungsbedürftige an diesem Schalthebel für die Nexus ist, dass er anders geschaltet wird als jeder andere Schalthebel.
Das führt natürlich in der ersten Phase dazu, dass man sich oft mal verschaltet, dass man in die falsche Richtung schaltet. Also normalerweise ist es so, dass der große Hebel dann auf das größere Kettenblatt die Kette wirft und der kleinere dann eben mit Federkraft das Ganze wieder zurücknimmt. Das ist ja genau umgekehrt und das ist schon mal eine Sache, da muss man sich dran gewöhnen. Hier in meinem Fall ist die Nabenschaltung vorne kombiniert mit einem 42er Kettenblatt und hinten ein 19er Ritzel. Das ermöglicht im langen Gang so Geschwindigkeiten zwischen 25 und 30 km/h und man hat noch einen Berggang, der ja doch sehr kurz ist, sodass man auch noch, sage ich mal, steilere Rampen hochkommt. Also das ist nicht das Problem. Aber warum funktioniert es persönlich nicht für mich, das möchte ich jetzt erklären. Wer also mit seinem Rad mit elektrischer Hilfe unterwegs ist, wird diese Probleme gar nicht erst merken. Wenn man aber ohne E fährt, dann hat man ja immer so das Gefühl, dass hier in der Nabe so ein bisschen, wie soll ich sagen, Kraft drin versickert, die dann nicht auf der Straße ankommt. Insbesondere merkt man das im vierten Gang, also der fährt sich eigentlich ganz krusselig. Da hat man das Gefühl, dass wirklich alle Zahnräder, die in der Nabe verbaut sind, irgendwo auch in Benutzung sind. Und ja, das fühlt sich dann eben wenig effizient und kräfteraubend an. Der Direktgang, das ist der fünfte, da merkt man nichts davon. Der fährt sich eigentlich so, wie eine Kettenschaltung sich fährt. Und da kann man auch nicht drüber meckern. Ich hatte ja auch schon mal im großen schwarzen Nabenschaltung, habe davon Abstand genommen, weil eben auch dort die Effizienzprobleme aufgetreten sind. Hier bei der ersten Probefahrt, muss ich sagen, war es eigentlich nicht so. Es ging eigentlich relativ gut, sodass ich gesagt habe, naja, schauen wir mal, dass wir damit eben ja, klarkommen. Aber ich muss sagen, jetzt nach doch einigen Touren ist es nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Und habe auch dann wieder geplant, auf eine Kettenschaltung umzubauen. Aber, und das war ursprünglich auch das Problem, es wird keine Mountainbike-Kettenschaltung mehr geben, sondern ich muss mich im Rennradsegment bedienen. Und wie das aussieht, das werden wir uns nachher an anderer Stelle mal anschauen. Jetzt habe ich ja durchaus viele Räder im Sortiment, also nicht nur hier dieses rote Faltrad, aber ich möchte mich eben mal aktuell auf diesen Fahrradtyp ein bisschen, ich will nicht sagen spezialisieren, aber darauf ein bisschen einfahren. Ich plane irgendwann im Laufe des Jahres mal eine längere Tour. Da wird es dann so sein, dass ich eine größere Strecke mit der Bahn fahren muss. Und dann ist es einfach besser, wenn man so ein Rad faltet, steckt es in die Tasche und dann ist es Gepäck. Dann hat man eben auch nicht das Problem, wenn der Zug zur Sommerzeit mal voll mit Rädern gestellt ist, dass man dann nicht mitkommt, weil als Gepäck geht das immer. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich werde jetzt am Anfang des Jahres eben ein paar Touren damit machen, um mich einfach mal an dieses Fahrverhalten oder diesen Radtyp mal wieder zu gewöhnen. Weil es ist doch ein bisschen anders, als wenn man auf einem 26 Zoll Tourenrad fährt oder wenn man auf einem Easy Kompakt fährt. Das ist alles anders, weil die Geometrie da im Prinzip großen Rädern entspricht. Und hier sitzt man doch, sage ich mal, relativ, ja, ich will nicht sagen verkrampft drauf, das trifft es nicht, aber ein bisschen gestaucht, sodass man sich auch da erstmal an diese Art und Weise zu pedalieren gewöhnen muss. Aber an sich steht das nicht jetzt irgendwie Radtouren im Weg, die länger als 100 oder 150 Kilometer sind. Ja, ansonsten noch so kurzes Wort hier zum Rad. Es ist ein großer Gepäckträger dran, das heißt, man kann damit auch große Gepäcktaschen fahren. Ich habe vorne eine Scheibenbremse mit einer ordentlichen Shimano-Nabe kombiniert. Auch wenn es eine mechanische Bremse ist, reicht das trotzdem, um immer und überall sicher zum Stehen zu kommen. Hinten ist eine V-Brake. Das war natürlich auch früher das Nonplusultra und auch die bremst ordentlich. Aber es ist halt nicht mehr Stand der Dinge, weil man heute mehr und mehr auf Scheibenbremsen sitzt. Wenn der Rahmen das natürlich nicht hergibt, muss man das nehmen, was geht. Also fahren wir hinten nach wie vor noch mit einer V-Brake. Jo, wer meine Videos ja so sieht, der wird auch sehen, dass ich das Ganze auch in einer anderen Farbe habe. Das gehört allerdings nicht mir. Das muss ich mir immer leihen, weil ich sage immer, es ist mein Pflegerad, also es gehört nicht mir, ich darf es dann mal fahren. Und das funktioniert mit einer Kettenschaltung und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Also ich mache mich jetzt mal auf in meinen Radkeller
Ich tausche dann mal den Fahrbahnuntersatz aus. Ja, und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, und noch ein paar Bewegtbilder. Heute stimmt die Wettervorhersage mal wieder nicht so wirklich. Es sollte eigentlich heute Richtung 20 Grad gehen, aber irgendwie kommt die Sonne nicht so richtig durch. Und der kalte Wind stand auch nicht auf dem Tableau drauf. Ja, das heißt natürlich auch, es ist nicht so ganz angenehm heute mit dem Radeln, aber klar, man kann sich nicht immer aussuchen, aber Hauptsache es ist trocken, der Rest kriegt man dann irgendwie hin. Also, ich habe gesagt, ich tausche jetzt mal das Rad aus, das werde ich tun. Und dann sehen wir uns gleich auf seinem weißen Kollegen. Ich rolle wieder und habe einen perversen Gegenwind, der noch kalt ist ohne Ende. Also hier oben Radfahren macht heute absolut, aber überhaupt keinen Spaß. Also ich suche mir jetzt ein windgeschütztes Plätzchen und dann reden wir mal über Faltrad und Kettenschaltung. Also der Wind höhlt heute aus. Es ist eigentlich ja unglaublich kalt. Und wenn man oben über einen Kamm fährt, also nahezu unerträglich, aber gut. Es ist Frühjahr, da sind die Winde noch kalt. Wobei der Wetterbericht mal wieder was ganz anderes gemeldet hat heute. Naja, dann ist es mal so. Gut, also. Hier waren wir ja vorhin mit dem Roten, jetzt bin ich mit dem Weißen hier und dann schauen wir uns mal an, wie das so ist, Kettenschaltung im Faltrad. Viele Falträder haben ja eine Kettenschaltung, weil man es einfach am billigsten darstellen kann. Ja, hier ist es dann ein bisschen aufwendiger gemacht vom Rahmen her. Also die meisten Falträder haben ja so eine Art, hier sieht man jetzt nicht, so eine Art Bananenrahmen und dort ist dann meistens, weil für ein Faltrad will niemand viel Geld ausgeben, eine Einfachschaltung drin, also 7 oder 8 Gänge und da muss man schauen, wie man damit irgendwie zu Rande kommt. Meistens sind die dann in die Länge übersetzt, das heißt die Gänge für den Berg fehlen und das ist dann schon mal ein bisschen schwierig. Hier dieser Rahmen ist ein bisschen anders. Also erst einmal, das Oberrohr ist gerade und man hat hier noch die Möglichkeit, einen von unten bedienten Umwerfer anzubringen. Ja, und somit stehen eigentlich alle Schaltungen aus dem Bereich Mountainbike und auch aus dem Bereich Rennrad zur Verfügung. Und da gibt es jetzt nur eine Tücke und über die müssten wir reden und das zeige ich euch jetzt. Das Problem bei einer Kettenschaltung und 20 Zoll ist natürlich der Abstand hier. Und das ist natürlich so eine Sache für sich. Die heutigen aktuellen Mountainbike-Schaltwerke sind meistens relativ lang, weil die auch mit Zahngrenzen mit bis zu 50 Zähnen klarkommen. Müssen heißt natürlich hier bei dem Modell setzt man dann direkt mit dem Schaltwerk unten auf den Boden auf, was natürlich dann zu einem Totalschaden führt. Obwohl das hier ein Schaltwerk von Shimano ist, wo ich auch die Seriennummer bzw. Teilenummer habe, ist dieses Schaltwerk leider Gottes ausgestorben. Das heißt also, wenn das kaputt geht, dann wird es schwierig. Ja. Und dann muss man sich im Bereich Rennrad bedienen, weil dort gibt es noch Schaltwerke oder einfache Schaltwerke und funktionale Schaltwerke, die einen kurzen Käfig haben. Mehr als 30 Zähne braucht man hier nicht hinten. Und dann hat man auch noch ein bisschen den Spielraum unten zum Asphalt oder zum Boden, dass da wenigstens noch ein Fingerbreit oder 2 Fingerbreit Luft ist. Da kann auch mal ja, der Untergrund ein bisschen ruppig sein, ohne dass man Gefahr läuft, dass man sich das Schaltwerk abreißt. Der weitere Umstand
Warum eine Kettenschaltung von Vorteil sein kann, ist die Primärübersetzung. Man sieht hier vorne ein handelsübliches 22, 32, 42 Kettenblatt. Das ist handelsüblich Mountainbike. Man kann aber auch was aus dem Trekkingbereich nehmen, dass man 28, 38, 48 fährt. Das ist hier kein Problem, denn bei einer Kettenschaltung spielt die Primärübersetzung im Prinzip keine Rolle. Da ist man bei der Nabenschaltung ja limitiert. Man schaut, was für ein Zahnkranz ist hinten. Da gibt es einen Multiplikationsfaktor und da kann man sich ausrechnen, wie das Ganze dann vorne aussehen soll. Und das sollte man nicht unterschreiten, ohne dass man Gefahr läuft, die Narbe zu beschädigen. Das heißt also, in der Regel ist es so, dass man einen richtigen ersten Gang bei Nabenschaltungen nicht hat. Mit auch ein Grund, warum ich aus meinem großen Schwarzen die Narbe wieder ausgebaut habe und dass dort aktuell dann eine 11-fach-Kettenschaltung drin arbeitet. Natürlich könnte man hier auch über eine 11-fach-Schaltung nachdenken, also über eine 1x11 oder 1x10. Man müsste allerdings dann dort hinten einen Zahnkranz montieren, der wie gesagt aus dem Rennradbereich kommt, der maximal 30 Zähne hat und nach unten 11. Das heißt, man würde sich im Prinzip da ein bisschen kastrieren, hier diese Möglichkeit, ein Zweifachkettenblatt oder ein Dreifachkettenblatt zu fahren, sollte man dann auch nutzen, weil es der Rahmen hergibt. Ich habe ein Video schon mal gezeigt, wie man aus einem 1x7 Rennrad ein 2x7 Rennrad macht. Es ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, wenn man sagt, okay, ich mache mir vorne zwei Kettenblätter drauf und lege dann manuell um. Das ist meistens ein Schweineshop und man macht es dann doch nicht. Also, das hier ist, sage ich mal, dann, so wie es konzipiert ist, für mich die, in Anführungszeichen, bessere Schaltung, wobei die hier auch ein Übersetzungsproblem hat, denn 42 mal 11 und 1500 mm Radumfang gibt auch im höchsten Gang nur eine relativ kurze Übersetzung. Also 25 km/h kann man damit locker fahren. Alles, was darüber hinausgeht, da kurbelt man sich einfach zu Tode. Ja, für diesen Bereich Fahrrad muss ich sagen, ist es für mich eigentlich ideal. Deshalb werde ich auch auf meinem Roten dann irgendwann oder in den nächsten Wochen dann den Ausflug zur Nabenschaltung beenden und wieder auf eine Kettenschaltung setzen. Das ist einfach, ja, für mich das Effizientere zu fahren. Man kann hier wirklich unterwegs sein, ohne großartig Kraft einzusetzen, gerade wenn man auf dem Flachen fährt. Und was ich noch gemerkt habe beim Hierherradeln, wenn man das Rad rollen lässt, dann ist das mit der Nabenschaltung immer so eine Sache. Aber hier hinten werkelt eine XT drin. Die rollt natürlich dann einwandfrei und ohne irgendwelche Probleme. Dann hat man das Gefühl, dass einem die Narbe nicht ein bisschen bremst. Dieser Bremseffekt kann man dann doch schon so ein bisschen feststellen, wenn man eben mit einer Nabenschaltung fährt. Jo, jetzt habe ich natürlich oft genug auf der Nabenschaltung rumgeritten, habe gesagt, es passt mir nicht. Ja, das ist dann wohl so, zumindest für mich nicht. Aber das betrifft nur diesen Radtyp. Wenn man natürlich ein Rad hat, wo ein E dabei ist, dann spielt das keine Rolle mehr. Oder man bedient sich in dem sehr hochpreisigen Segment. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Und ein bisschen Richtung hochpreisiges Segment kann ich da schon ein bisschen gehen, weil ich ein Pflegerad habe, das auch das hergibt. Und wie das jetzt läuft, ja, das schauen wir uns jetzt hier im Anschluss an. Also es wird noch einmal das Rad gewechselt und dann gucken wir mal, wie sich eine Narbe verhält, die, sage ich mal, doch deutlich über den Kosten für eine 8-fach-Narbe liegt. Ja, und bevor ich jetzt hier vom Wind komplett ausgekühlt werde, hocke ich mich wieder aufs Rad, tausche den fahrbaren Untersatz und dann sehen wir uns hier gleich zum letzten Rad heute an diesem Tag. Kein Windschatten, bergauf, Gegenwind, genauso wie man sich immer beim Radfahren wünscht und kalt noch dazu.
Ja, kommen wir heute zur letzten Gesprächsrunde. Achtgang-Nabenschaltung, also eine mit Fett gefüllte Nabe im Vergleich zu einer Kettenschaltung. Da reden wir dann natürlich über Falträder, beziehungsweise jetzt am Schluss noch einmal das Hochpreissegment, nämlich wie fährt sich die Dose, die mit Öl gefüllt ist. Und in diesem Sinne kann ich euch noch eine Elfine 11 zeigen. Eine Rulloff habe ich nicht am Start, werde ich auch nicht am Start haben, weil ist mir viel zu teuer. Und ja, die Elfine 11, als ich hergefahren bin und man so ein Augenmerk drauf legt, fahre ich eine Kettenschaltung, fahre ich eine Schaltdose. Da muss man sagen, man merkt es ein bisschen, dass man eine Schaltdose fährt, aber nicht so sehr wie eine Nexus 8. Und auch wenn das hier jetzt, was ich gleich vorstelle, 26 Zoll Reifengröße hat, fährt man damit ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, geschmeidiger als mit einer Nabe, die nur 8 Gänge hat. Jo, und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann ist das eine Elfine 11 in einem speziellen Rahmen, der auch hier verstellbare Ausfallende hat. Das heißt, hier kann man sich schon mal den Kettenspanner sparen. Die Kette wird halt einfach quasi durch die Ausfallende im Rahmen gespannt. Jo, 11 Gänge in einem Schalthebel, das ist, sage ich mal, doch sehr von Vorteil. Man hat keinen Umwerfer, hat man bei 11 oder 12 Gang Kettenschaltung ja auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Hier ist es natürlich so, dass man keinen Direktgang hat, das heißt also alle Gänge sind gefühlt ja in der Nabe unter- oder übersetzt, aber es ist, ob das jetzt nun dieser Naben der Ölfüllung geschuldet ist, es ist viel geschmeidiger. Man hat auch das Gefühl, dass die Nabe an sich, wenn man rollen lässt, leichter und lockerer rollt. Während man bei den Achtgangschwestern ja noch die Auswahl hat zwischen einem Trigger und einem Drehgriff, gibt es hier nur den Triggerschalter, der die Nabe dann bedient. Ja, hier das Rad aktuell, muss ich ehrlich sagen, wird in der Form nicht mehr so lange weiter betrieben, sondern da kommt noch eine elektrische Hilfe dazu. Spätestens dann, muss man natürlich sagen, sind alle Nachteile, die eine Schaltnabe mit sich bringt, egalisiert und einfach nicht mehr vorhanden, sodass man auch da nicht unbedingt sagen kann, fährt sich jetzt geschmeidiger oder nicht. Aber so die ersten Meter hier auf dem Rad, muss ich sagen, das gefällt mir. Ich werde jetzt nicht unbedingt an irgendeinem Rad eine Elfine 11 installieren. Die hier ist halt einfach bei dem Aufbau des Rades so mitbestellt worden und naja, es funktioniert und läuft. Ich habe natürlich so einen Gedanken, weil es ist eine schöne Dose einfach, sieht aufgeräumt auf, kein langes Schaltwerk drüber nachgedacht, weil ich den gleichen Rahmen ja in der Form auch besitze. Aber ich bin dann trotzdem in Anbetracht des Preises davon abgekommen, die für mich zumindest mal zu beschaffen. Gebraucht bekommt man nichts, zumindest nichts Ordentliches, und deshalb lasse ich für mich zumindest mal die Finger davon. Wie gesagt, hier ist es so mitbestellt worden und so wird es auch hier in den Einsatz kommen. Nun, da muss man sich noch die Frage stellen, macht die 11 den Mehrpreis wett, also diese drei Gänge, die man hat? Man hat gegenüber der Nexus 8 einen besseren ersten Gang, der natürlich nicht an der Kettenschaltung rankommt, weil man ist dann auch hier über die Primäreichung an die kürzeste Übersetzung gehalten. Und alle anderen Gänge sind im langen Bereich, das muss man sich überlegen, ob man das braucht oder ob man es nicht braucht. Aber zumindest mal ist es hier bei der 11 zumindest mal möglich, dass man auch ein bisschen sportlich sich bewegt. Das habe ich jetzt gerade mal so festgestellt. Also das geht dann doch schon ein bisschen lockerer aus den Beinen raus. Und da kann man sich ja schon vorstellen, dass man da sowas wie ein urbanes Gravel oder so irgendwas in der Richtung sich realisiert. Ja, und da bin ich auch schon durch hier. Letzter Blick nochmal auf dieses Stadtgebrauchs-Universalrad, wie auch immer man es nennen mag, mit 26 Zoll. Sicherlich auch mal für eine Radreise zu gebrauchen. Ja, hat mich gefreut, dass ihr hier bei dem etwas anderen Video mal dabei wart. Ich werde mich jetzt mal hier vom Acker machen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ist kalt, ganz ehrlich. Also, obwohl ich jetzt hier im Windschatten stehe, aber trotzdem, ich fühle mich durchgefroren und bin jetzt froh, wenn es jetzt gleich vorbei ist und ich zu Hause bin.
Trotzdem danke fürs Zuschauen, für irgendwelche Kommentare. Klar, einfach unter das Video schreiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und macht's gut.